Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute einen weiteren Gast, nämlich den YouTuber Rübi, auch bekannt unter dem Namen Tobias Hübenthal. 130.000 Abonnenten auf YouTube und stelle ich noch mal ganz kurz vor. Ja, du hast das Wichtigste, glaube ich, schon gesagt. Ich bin jetzt 25 Jahre, komme aus dem Süden von Bayern und mache jetzt YouTube 7 Jahre und jetzt seit 3 Jahren hauptberuflich. Alles klar. Also hast du schon einige Erfahrungen und hast jetzt bestimmt auch in den Jahren ordentlich Erfahrung gesammelt, wie man denn zu dir steht. Was ist denn so der allgemeine gesellschaftliche Eindruck eines Content Creators oder Influencers? So jetzt ganz allgemein auf den Beruf gesprochen? Allgemein auf den Beruf gesprochen. Hat sich gewandelt, definitiv. Also gerade so 2015, 16, als ich so Leuten erzählt habe, dass ich YouTube mache, da war so immer sehr ironisch und sarkastisch. Oh, unser YouTube-Star, der Influencer. Da war Influencer immer noch sehr mit, man nimmt jedes Placement an und ist so eine Werbehure, das könnt ihr rauspiepen. und macht einfach alles für Geld. Mittlerweile, klar, Erfolg gibt einem auch immer so ein bisschen recht. So wenn die Leute sehen, man verdient da Geld damit, dann reagieren sie ganz anders. Aber ich habe das Gefühl, es ist gesellschaftlich deutlich anerkannter geworden, Streaming und YouTube. Dann kommt meistens so, so aus dem Internet mit Videos, ja, erzähl mal, wollte ich auch schon mal machen. Immer mehr Leute überlegen auch selber, ob sie selber Videos machen wollen. Also ich würde sagen, es ist gesellschaftlich akzeptierter geworden, meiner Meinung nach. Hast du da auch persönlich Erfahrungen gesammelt, wie man mit dir umgeht? Jetzt bist du ja schon etwas bekannter, wirst wahrscheinlich öfters auch auf der Straße angesprochen. Wie ist da so der allgemeine Eindruck von dir? Mittlerweile eigentlich nett. Also ich pflege einen sehr community-nahen Umgang. Das heißt, also ich versuche mir immer die Menschen hinter den Nutzernamen vorzustellen. Und auch immer, wenn ich jetzt angesprochen werde, egal ob jetzt hier auf der Messe, hier ist natürlich nochmal besonders viel, weil natürlich viel, viel Gaming unterwegs ist. Aber auch wenn mich mal Leute auf der Straße ansprechen, eigentlich super nett. Also ich frage dann immer direkt nach dem Namen, wo sie herkommen, was ihr Job ist. Das ist dann nicht mehr so dieses von unten nach oben, so ich bin der Star und du hast mich nach einem Foto zu fragen, sondern dass man so schnell wie möglich auf Augenhöhe kommt. Also es ist immer sehr schnell ein recht freundschaftlicher Umgang, als ob man sich schon immer kennen würde, weil die Leute einen vielleicht schon jahrelang verfolgen und dementsprechend sehr viel über einen wissen. Jetzt bist du ja auch seit einigen Jahren selbstständig. Ja. Du machst YouTube hauptberuflich und verdienst da dein Geld mit. Hast du auch bestimmt auch einige Erfahrungen, wie denn politisch die Lage ungefähr ist, wie auf dich Einfluss genommen wird, wie du unterstützt wirst von der Politik. Kannst du da auch deine Erfahrungen kurz schildern? Ja, also ich glaube, man stößt auf die Probleme, auf die erstmal jeder Selbstständiger stößt. Also egal, ob jetzt Influencer oder was weiß ich. Also dass man einfach, gerade als Selbstständiger, man muss durch 1000 Hürden Papierkram. Es ist zum Kotzen. Also ich persönlich hasse Papierkram. Ich weiß, dass es ein notwendiger Schritt ist, aber hier anmelden, da bestätigen, dann gerade der Job des Influencers. Da kann ich vielleicht eine kurze Anekdote erzählen. Ich sollte Rentenversicherung, sollte klar gemacht werden. Wo zahle ich was ein? Es gibt ja allgemeine deutsche Rentenversicherung und es gibt die Künstlersozialkasse, die so ein bisschen das übernimmt. Und dann habe ich einen Antrag bei der Rentenversicherung gestellt. Ja, ich bin Influencer quasi, ich mache Videos, ich verdiene da mein Geld. Kannst du sagen, ja, kennen wir nicht. Schieben Sie mich zur Künstlersozialkasse. Künstlersozialkasse, Influencer, wissen wir nicht, wie wir umgehen sollen, haben mich hier zurück zur Rentenversicherung geschoben. Das war wie so ein Ping-Pong-Spiel. Und am Ende kam raus, ja, versichere dich selber privat für die Rente und alles ist gut. Also es ist sehr viel Papierkram und zumindest da, wo ich herkomme, war ich mit einer, ich glaube, ich war der erste Influencer, der es hauptberuflich als Job gemacht hat. Und dementsprechend muss man, egal wem, ob Steuerberatung, ob Versicherung, ob sonst was, immer erstmal 5-mal erklären, was der eigene Job ist, bevor die überhaupt wissen, wie man einen einzuordnen hat. Also ich habe das Gefühl, ich stoße noch sehr viele neue Türen auf, von denen die Leute noch gar nicht wissen, wie sie mit mir umzugehen haben. Hast du da auch konkrete Wünsche, wie man damit hier umgehen sollte, finanztechnisch und politisch gesehen? Ja, also definitiv, so die Leute müssen sich jetzt erstmal an diesen Beruf einfach gewöhnen. Also es ist einfach, ich finde, mittlerweile in der heutigen Zeit sollte man als Influencer nicht erstmal jedem 5-mal erklären sollen, was man tut. Aber es ist halt einfach ein neues Berufsfeld und wenn jetzt einfach eine ältere eingesessene Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, der vielleicht seit 30 Jahren den Job schon macht, damit konfrontiert wird, von dem kann man jetzt auch nicht erwarten, dass er sich jeden Tag Twitch und YouTube anschaut. Also ich finde, da sollte so ein bisschen mehr Aufklärung herrschen, dass es einfach ein ganz normaler Job ist, wie ein Handwerker oder wie ein Dienstleister oder was auch immer. So, wir sind halt einfach da unterwegs. Und auch die Besteuerung ist ganz schwierig. Also zum Beispiel, meine Google-Einnahmen kommen aus Irland. Wenn ich im Livestream Geld verdiene, weil Leute mir spenden, kommt das Geld von dem französischen Anbieter. Meine Twitch-Einnahmen bekomme ich aus Amerika. Und das muss alles todeskompliziert versteuert werden. Und selbst meine Steuerberatung weiß teilweise nicht, was es da zu tun gibt. Also
da irgendeine Form von einfacherer Besteuerung. So, ich zahle ja gerne meine Steuern, das ist ja okay, aber es kann nicht sein, dass nicht mal meine Steuerberatung weiß, wie sie mich zu versteuern hat. Und wie soll ich das als Privatperson dann wissen? Also da irgendwie vielleicht irgendein einfacheres Verfahren. Das würde mir im Hintergrund viel Arbeit abnehmen, wodurch ich mich einfach auf das konzentrieren kann, was ich tun muss. Alles klar. Du bist ja auch großteils Nintendo-YouTuber. Ja, richtig. Und dein Großteil deiner Spiele sind auch Nintendo-Games. Ja. Nicht immer originale Nintendo-Games, sondern auch meistens Fan-Hacks, Mods und so weiter. Und da haben wir in Deutschland und europaweit eine rechtlich sehr schwierige Lage. Ja. Wie es jetzt erlaubt ist und wie nicht. Du hast da selber auch einige Probleme mit. Ja. Entweder von Nintendo oder von YouTube selber bekommen. Was wären da denn deine Wünsche, wie das dann in Zukunft gehen soll? Transparenter. Also das Problem ist, dass es teilweise super schwer ist. Ich meine, jetzt gab es ja vor ein, zwei Jahren diese riesige Artikel 13-Debatte und EU-Recht und wir dürfen bald alle gar keine Memes mehr verwenden und keine Filmausschnitte mehr einblenden, wenn wir Filmreviews machen. Geändert hat sich irgendwie bisher noch gar nichts. Also irgendwie alle Filmkanäle machen immer noch ihre Reviews und jeder macht irgendwie immer noch das Gleiche. Jeder blendet auch seine Memes ein. Es ist einfach irgendwie immer so eine Mischung aus super viel Panikmache, so ihr dürft jetzt bald gar nichts mehr. Und auf der anderen Seite ändert sich aber irgendwie auch nichts. Also da irgendwie einfach so klare Richtlinien, hey Leute, so sieht's aus, das dürft ihr nicht. Und damit sind auch alle cool. Aber das Problem ist, dass da so ein bisschen dieser Generationenkonflikt kommt, dass gerade eben auch im EU-Parlament sehr viele, ich sag mal 40, 50 plus Leute drin sitzen, weil sie eben schon einen langen politischen Karriereweg hinter sich haben, der halt auch notwendig ist, häufig. Aber die machen dann die Gesetze für Jobs, die es noch gar nicht gab, als sie in dem Alter waren. Und also da würde ich mir einfach wünschen, dass gerade auch wenn man vielleicht ein bisschen älter ist, dass man einfach sagt, okay, ich lasse mich auf diese neuen Jobs ein, die Jugendlichen heutzutage machen. Aber ich will jetzt auch nicht der Jugendliche sein, der nur auf die Alten zeigt, sondern wir auch als Influencer und auch Jugendliche und junge Erwachsene müssen auch einfach sagen, okay, Rechte sind wichtig und es ist notwendig, Dinge zu regulieren, weil ansonsten kann jeder auch irgendwann Sachen von dir verwenden und damit Geld verdienen, ohne dass du es möchtest. Also es ist einfach so, ich glaube, da stößt dieser Generationenkonflikt aufeinander, dass über Jobs entschieden wird, die es zu der Zeit noch gar nicht gab von den Leuten, die jetzt die Gesetze dafür machen. Dass dann größerer Austausch und eine größere Akzeptanz von beiden Seiten vorhanden ist. Dann danke ich dir für deine Zeit, die du jetzt genommen hast. Danke dir fürs Interview und einen schönen Tag dir noch. Sehr gerne. Vielen Dank.